Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, vielleicht habt ihr euch das Let's Play von mir angesehen, das Retro-Let's Play SimCity 2000. Vielleicht dachte sich der eine oder andere, schlimmer geht nimmer. Doch, geht es. Denn heute will ich euch das allererste SimCity von 1989 zeigen. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt nicht sagen sollen, schlimmer geht nimmer. Man soll ja immer ein bisschen Eigenwerbung machen. Aber Leute, ey, schaut euch das einfach mal an. Und ich habe das damals wirklich gespielt, zwar nicht auf dem PC, sondern auf dem C64. Da war es noch etwas bescheidener, sagen wir es mal so. Und wir starten das einfach mal. Und jetzt haltet euch fest, anschnallen. Oh ja, da muss man warten, bis die Grafik geladen ist. So, wunderbar. So, hier haben wir schon das Ortsschild. SimCity. Wir sagen mal Start New City. Wir machen das. Ja, ganz einfach. Den Namen, den lassen wir jetzt einfach mal so. Das ist mir völlig egal, wie die Stadt heißt. Ich werde hier mit Sicherheit auch jetzt keine Großstadt errichten. Und dann machen wir mal. Okay, so, jetzt ist Terraforming hier angesagt. Das heißt, unsere Karte wird ja formiert, erstellt. Enter Population of City. So, Page. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt so eine Kodierabfrage, die damals immer bei den Spielen war. War aber meistens dann irgendwie nicht relevant oder so oder gecrackt oder was weiß ich nicht. So, hier haben wir also unsere Karte. Ja, man kann erkennen, das ist Land, das ist Wald und das ist Wasser. Da braucht man gar nicht so viel Fantasie zu. Ja, ich würde sagen, ich designe jetzt die Natur hier auch nicht weiterhin um. Ja, ich schließe das mal. Ich nehme an, dass man hier. Ja, da drückt man auf Schließen. So, jetzt habe ich also hier meine Karte. So, geil, man konnte das damals schon mit Maus steuern. Hier ist ein Pluszeichen. Was passiert damit? Keine Ahnung. Ja. Recht. Oh, was war das denn jetzt hier? Okay, also hier haben wir die Karte. Keine Ahnung, wie ich jetzt hier in der Karte selber hin und her fahre. Oder ob das dann wirklich schon hier das Ganze ist. Weil irgendwie sah das ja größer aus. Aber ich würde sagen, wir bauen einfach mal ein bisschen was. Von SimCity kennen wir ja, dass wir hier Wohngebiete haben. Na, klickt das mal an, genau. Residential, $100 kostet da der Quadratmeter oder was auch immer. Dann haben wir hier Industrie. Hier haben wir Commercial, also Geschäfte und sowas. Hier ein bisschen, ja, ein Schloss. Was haben wir hier? Eine Feuerstation, die wir bauen können, Feuerwehrhaus. Hier haben wir ein Rad oder ein Wasserrad. Was haben wir hier? Well, keine Ahnung, was, ja, was das ist. Justing weiß ich jetzt auch nicht, was es ist. Hier haben wir einen Hafen, vielleicht ist das hier der Flughafen, keine Ahnung. So, hier können wir noch einen Park bauen. Aber ich würde sagen, wir bauen erstmal jetzt ein Wohngebiet hier schön im Waldrand. Ne? Wenn schon schick, dann schick. So, da fehlt Wasseranschluss. Ja, für Wasser brauchen wir irgendwas. Das bauen wir mal ein bisschen weiter weg. So, das ist so ein Wasserbrunnen oder sowas ist das scheinbar. So, dann müssen wir das jetzt hier mit der Wasserleitung verbinden. Das sieht für mich aus wie eine Wasserleitung. So, und schon ist auch der Wassertropfen da weg. Ja, ist das Ganze mit Wasser versorgt. Und ach, sieh mal einen an, da wurde eben schon gebaut, ist jetzt schon wieder weggegangen. Was ist das hier? Wagon Track Road. Ja, eine Straße bauen, kann ja nicht schaden. Bauen wir mal eine Straße. Ruhig auch mal hier zum Wasserwerk hin. Vielleicht ist es der erste Arbeitgeber. So, ein bisschen Industrie können wir auch noch mal bauen, damit die Leute auch gleich Arbeit haben. Wo war jetzt Industrie? War das hier? Genau, das war Industrie. Ja, bauen wir hier mal eine Industrie hin. So, was mich jetzt wundert, dass ich das gar nicht mit Strom verbinden muss. Ich meine, gab es damals noch keinen Strom? Ah, das fängt hier 1492 an. Ich wollte schon sagen, 1989 gab es doch Strom. Aber im Jahr 1492, da gab es natürlich noch keinen Strom. Und deshalb muss man hier die ja, Dörfer, die auch ein bisschen altertümlich jetzt aussehen, wie das ganze Spiel übrigens, muss man eben mit Wasser versorgen. Aber wenn man hier den Typen sieht, der sieht auch so ein bisschen mittelalterlich aus. Und das mit dem Brunnen, ja, das würde man heute so auch nicht mehr machen. Ja, hat dann doch schon wieder irgendwie so ein bisschen Charme. Ich glaube, das andere SimCity hat 1800 irgendwas angefangen, SimCity 2000. Also das hier fängt noch viel, viel weiter in der Vergangenheit an, aber ist natürlich auch ein paar Jährchen älter. Ja,
Dann, was können wir hier noch machen? Das jetzt erschließt sich das mir auch, warum ich hier eine Burg bauen kann. Kann ich die einfach so? Boah, ja, kann ich. Einfach so hinbauen. So, wenn ich jetzt das mit dem Industriegebiet verbinde, ja, dann ist kein Wasser da. Weil das Industriegebiet noch nicht erschlossen ist. So, jetzt habe ich hier eine Burg gebaut, wofür die auch immer gut ist. Ja, und hier wird immer noch. Oh, da kommen jetzt irgendwelche Drachen raus. Ist ja abgefahren. Und Hexen. Oh, weia. Nee, ich hatte ja neulich gesagt, ich habe, oder vorhin gesagt, ich habe das Spiel auch schon mal auf meinem C64 damals gespielt. Nee, habe ich nicht. Das war dann doch was anderes. Also war auch SimCity, aber irgendwie doch anders. So, hier sieht man immer, was angefragt ist. Das war jetzt Industrie. Bauen wir das einfach hier direkt mal neben das Wasserwerk. So. Ach so, Straßen natürlich noch errichten. Also, was immer auch Straßen hier bedeutet. So. So ein paar pixelige Punkte hier hinbauen, was man dann als Straße bezeichnet. Na, ich wollte das einfach nochmal schick verbinden hier. So, jetzt haben wir doch hier eine einzelne kleine Stadt schon errichtet. Was ist das hier noch? Was das ist, weiß ich auch nicht. Habe ich da noch Kohle für? Ja, Geld hat man damals auch schon gehabt. Dass hier irgendwie so Bogenschießen oder sowas? Ah, und Finanzen gab es dann damals auch schon. Hier kann man seine Steuern erhöhen oder senken. Na, wir lassen das mal lieber. Steuererhöhungen sind ja nicht so beliebt. Und hier kann ich mein Budget für ja, die Transport, wahrscheinlich für Straßen, für Sicherheit und für Feuerbekämpfung eben erhöhen. Ja, habe ich ja alles noch nicht gebaut. Ah, habe ich hier erstmal Verluste eingefahren. Sieht man, vorher hatte ich so viel, jetzt habe ich so viel. Ja. Und meine Industrie wird nicht gebaut, obwohl sie angefragt ist, komischerweise. Ich meine, ich habe Straßen errichtet, ich habe es mit Wasser versorgt, Strom gab es noch nicht. Es hätte jetzt gedacht, dass da irgendein paar Handwerksbetriebe mal ansiedeln. Ja, das ist SimCities von 1989, Leute. Ganz ehrlich, so richtig Spaß macht das, glaube ich, nicht, oder? Ja, der ist ja immer noch am Brunnen am Gange. Unermüdlich haben die Leute damals rackern und ackern müssen. Wahrscheinlich auch die Kinder gleich mit. Ah, hier Ritterspiele sind das. Hier, das hier. Alles klar. Ja, Leute, einfach abgefahren. Mit sowas hat man sich damals beschäftigt. Ich würde sagen, wir lassen hier mal ein Desaster drüber kommen. Mal gucken, was es damals für Monster gab. Und dann bereiten wir dem Ganzen nochmal ein Ende. Okay. Fortsetzen. Ja, das war ja jetzt mal richtig spannend. Kommen wir ja noch mal hier. Dragon Blast, was auch immer das ist. Okay. Hier ein Erdbeben geht immer. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt nicht anfängt zu wackeln, das hätte man auch damals schon hinkriegen können und haben sie auch hingekriegt. Ja. So, jetzt brennt das Dorf da ab. So ein richtig schönes Dorffeuer. Und ich würde sagen, dann ist auch Essig. Beende das Spiel hiermit. Ich habe es euch mal gezeigt, ihr habt es gesehen. Ich kann es nicht wirklich weiterempfehlen. Ja. Aber Kult. Und darauf bauten halt alle weiteren SimCity-Spiele auf. Und die waren ja dann irgendwann, muss man ja auch mal sagen, besser. Also, in diesem Sinne, spielt lieber die besseren. Bis dann, euer MacTaverick.